Kontakt. Hab dich gefunden, Heinrich. Ich bin bei dir, Kerl. Ich werde deine Verteidigung durchbrechen. Wir haben überhaupt keine Nahkampfluft auf der Meer. Ich bin der Letzte? Irgendein seltenes Mineral, nehme ich an. Ja, wunderschön. Bist du ja? Einfallende Kräfte entdeckt. Darauf habe ich mich gefreut. Sie können nicht entkommen. Scanner ist aufgefallen. Hilf mir bitte! Lauf ihn her! Der Typ mochte dich wirklich nicht. Ich glaube, von dir war er auch nicht gerade ein Fan. Ich sehe keinen Weg nach oben. Sehen wir uns um. Was gefunden, Kumpel? Was hat er da? Ein Kletterseil. Die Arbeiter nutzen so etwas jetzt. Kannst du es reparieren? Das Seil ist etwas ausgefranst. Aber nicht kaputt. Bekomme ich schon wieder hin. Du hast also das Imperium bekämpft auf Kashyyyk. Ja. Einen Kampfläufer gekapert. Und du hast allein ein imperiales Gefangenenlager befreit. Das war BD. Nur ihr zwei. Und ein paar Freunde. Und was ist mit dir, Neuer? Machst du das hier für die Kredits? Kredits schaden nie, aber Ich habe eine Tochter. Kata. Ich sehe sie viel zu selten, aber immerhin kann ich für sie sorgen. Bestimmt hart, nicht bei ihr zu sein. Und die Mutter? Ist gestorben. Das Imperium hat sie uns genommen. Tut mir leid. Sie haben viele getötet. Es werden immer mehr. Hast du sowas schon mal benutzt? Krieg ich schon hin. Ich war Schrottsammler auf Bracca. Du hast schon einiges erlebt für dein Alter. Man schlägt sich so durch. Wir alle, oder? Kommst du? Wir können mit dem Terminal die Plakatwand drehen. War doch nicht so schwer, oder? Und zurück zur Brücke. Hoffentlich ist die Kuh wohl auf. Wenn Gap sich langweilt, hat sie zum Spaß den imperialen Funk. Ist sie so gut? Zu gut. Vom Syndikat ausgebildet. Aber sie hatte es sich mit ihren Arbeitgebern verdorben. Bravo war ein Pilot für die Republik. Ex-Militär. Das erklärt einiges. Wie hat deine Zusammenarbeit mit Coop und List begonnen? Kantine auf Norset. Ein Kopfgeldjäger hat uns aufgelauert. Die Zwillinge haben ihn in einen Minenschacht geworfen. Seitdem sind wir Freunde.
suchen wir die Crew. Ordentliche Crew, Kestis. Hoffentlich leiste ich meinen Beitrag. Du hast uns zum Senator gebracht. Klingt, als wollt ihr meinen Anteil verdoppeln. Ist das so, BD? Schön, dich zu sehen. Hey, Bravo. Irgendwie läuft nie etwas nach Plan, oder? Wo blieb sonst der Spaß? Wie macht sich der Neue? Ein bisschen geschwätzig, aber gut im Kampf. Ha, danke sehr. Gabs hat die Yacht gehackt. Der Senator kann nicht um Hilfe rufen, aber er hat sich ziemlich gut verschanzt. Hast du geklopft? Lindenzeichen vom Kerl. Batista! Batista! Hab grad mit den Zwillingen gewettet, dass der Senator dich drinnen ausgestopft hat. Dann will ich einen Anteil. Hey, Cal, wenn du stirbst, krieg ich die Mantis, oder? Tut mir leid, Gabs, sie gehört nicht mir. Wie lautet der Plan? Die Yacht ist eine Sinarim Sidian. Der Senator hat Militärinfos auf seinem persönlichen Terminal an Bord. Damit hätten wir eine echte Chance gegen das Imperium. Das Problem ist nur, die Kabine hat Panzertüren. Die können nicht mal die Zwillinge aufstimmen. Und wie kommen wir rein? Ihr holt die Yacht runter, Jetpack. Dann beginne ich mit meinen Hackerkünsten. Mit meinem zauberhaften Assistenten. Ich schnapp mir einen Transporter und bin sofort wieder da. Ziehen wir es durch. Zwillinge, bring Cal über diese Kluft. Was soll ich tun? Du hast ein Jetpack. Benutze es. Verstanden. Danke euch. Haltet die Augen offen. Bravo sagt, ihr werdet immer noch gesucht. Kein Wort. Okay. Vielleicht solltet ihr beim nächsten Mal auf Syndikat-Tattoos achten, bevor ihr einen Kampf vom Zaun brecht. Ja. Hey, Kerl, wie läuft's bei dir? Ich genieße nur die Aussicht. Wonach suche ich? Zwei Streben haben sich um die Yacht gewickelt. Das wird eine Menge Kraft erfordern. Ich meine damit Jedi-Kraft. Ich denke, das kriege ich hin. Hey, Cal, ich habe versucht, die Streben zu bewegen, aber... Ja, Gabs hat mich vorgewarnt. In Ordnung. Erster Streben weg, Gabs. Sagst du den Zwillingen, sie sollen die Yacht runterholen? Bin dabei. Cool, Liz, ihr seid wach. Warte! Dieser Lüftungsschacht brennt dich durch, wenn du ihm zu nahe kommst. Alles klar, Kel. Der geht ziemlich weit runter. Sei vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Carida, habt ihr den Arsch gerettet? Du schuldest mir ein Schiff. Fürs Protokoll, ich hab ihn für dich gelockert. Nicht übel, Herr. Spring rüber, wir ziehen sie runter. Ich bin drauf, Gabs. Zwillinge, die Yacht gehört euch. Und jetzt wird es für mich und meinen bezaubernden Assistenten Zeit, euch zu zeigen, wie es geht. Wir sollten uns dem Senator noch mal vorstellen.
Ich wusste, wir hatten noch was offen. Geben Sie uns Ihren Terminal-Code. Das wäre mein Todesurteil. Vielleicht kann ich ihn umstimmen. Du wirst mir Zugriff auf dein Terminal geben. Ich kann nicht. Du kannst uns vertrauen. Wir sind hier alle Freunde. Entsperre es. Wir sind hier alle Freunde. Ich kann euch vertrauen. Ich werde das Terminal entsperren. Wenn er sich bewegt, schieß. Aber gerne. Also bitte. Was haben wir da? Sie sind überall. Nicht der Durchbruch, den wir erhofft hatten. Jahrelange Kämpfe. Doch nichts davon hat sie gebremst. Was habt ihr erwartet? Ihr habt verloren. Die Republik ist tot. Getötet von Politikern wie Ihnen. Denkt ihr, ich wollte Utapau im Imperium haben? Meine Kompromisse haben eine Zukunft für mein Volk geschaffen. Ich war auf Utapau, Senator. Ihr Name ist dort ein Schimpfwort. Immerhin leben Sie noch. Wozu kämpfen, wenn man nicht gewinnen kann? Niederlagen schmecken anfangs bitter, Kerl. Aber mit der Zeit süßer. Befreit mich! Und wir handeln was aus. Nein, Senator. Eines Tages, wenn Ihre Kinder das hier sehen, werden Sie wissen, dass die Jedi für Sie gekämpft haben. Wie enttäuschend naiv. Hey! Die Zwillinge haben diesen hungrigen Blick. Bringen wir es zu Ende, bevor wir ein zweites Carida haben, ja? Und was ist mit ihm? Er kommt mit uns. Okay, schnappt euch das Essen und los. Mit welchem Verhandlungswerkzeug soll ich beginnen? Habt ihr nicht von mir behauptet, ich sei scharfzüngig? Das hier ist stumpf. Damit müssen wir uns wohl abfinden. Sie haben Glück, Senator. Sie haben einen Termin mit Saw Gerrera. Er wird mich töten. Oh, darüber weiß ich nichts. Kommt drauf an, ob Sie kooperieren. Diese Fähigkeit schätzen Senatoren doch, oder? Kooperation? Ortisa! Ortisa! Gunka! Haben wir, was wir brauchen? Ja, bin gespannt, was Saw als nächstes für uns hat. Erstmal müssen wir mit diesen Informationen an die Oberfläche. Haben wir einen Plan für den Senator? Ich überlege noch. Wir können jederzeit Coop und Liz fragen, um rauszufinden, ob der Senator fliegen kann. Früher oder später finden sie euch, Jedi. Ach, diese Senatoren haben ein schönes Leben. Kann ich seine Yacht haben? Das Ding ist zu langsam für dich. Dann benutze ich sie eben nur am Wochenende für Familienausflüge. Schön, du Spielverderber. Hab's mir anders überlegt. Wir sollten das Imperium immer im Visier haben. Ja, fühlt sich gut an, das Richtige zu tun. Nein, die sind stinkreich, obszönreich. Dagegen sind die Hutten Saubermänner. Ich wette, dieser Senator hat noch mehr Fähigkeiten. Oh.
so lange? Während ihr Schatten nachgejagt habt, wurde ich da! Sie wurden erwischt, wie sie einen Verräter versteckt haben! Gabs, die Zwillinge. Trauern können wir später. Wir müssen weiter. Die jagen uns, Kumpel. Wir müssen ihnen einen Schritt vorausbleiben.